verstecken. In dir fiel etwas an. Ich habe keine Muni und keine Batterien. Ich glaube, wir sind am Arsch. So. Gut, dann speichern wir jetzt aber mal. Ich sollte vielleicht eine neue Leuchtfackel mit rübernehmen. Noch so eins. Gut. Uffi Puffi, hier. Ah. Gut. Wie geht's hier lang? Okay, sagen wir nur einen Alternativweg. Keine Muni. Dann nehmen wir erstmal das hier, auch wenn es echt lang zum Nachladen dauert. Aber gut, was soll man machen? Batterie habe ich auch nicht. Das kann ja nur lustig werden. Hier vielleicht noch irgendwo eine Batterie. Das wäre echt schön. Das wäre richtig schön. Aber hier war hier nicht ein Kultversteck? Ach stimmt, ich wollte das Rätsel auch lösen. Betrüger. Oh, wir gehen zurück. Alexa Gurak. Ja, gut. Das ist halt auch, also... Hallo, Steph. Das war auch, also... keine Ahnung, nur ein Account zum Leute beleidigen. Ganz ehrlich, von den Buchstaben... Zahlenketten-Dings. Aber wenn man so traurig in seinem Leben ist, dann... Ich habe eher Mitleid mit solchen Leuten. Schokarton-Schutzraum, klar. Das Kult, wie komme ich denn da hin? Keine Ahnung. Egal, wir machen jetzt erstmal das Rätsel. So, wo sind die anderen Puppen gewesen? Ach, da. Gut. Das hätte man sehen können. Betrügerpuppe. Trickster. Hier oben, ne? Sehr gut. Also. Ein alter Wächter von der See, dem Ende nah, verflucht den Ozean, der einst sein Augenlicht ihm nahm. Auf Rache nun ersann an Wasser, Meer und Ozean, so schlug er ein aufs blaue Nass, doch in seiner Seele wuchs nur Hass. Nein? Ein alter Wächter von der See, dem... Vielleicht doch im Schiff? Nee? Ich meine, in seiner Seele wuchs nur Hass, aber... Trüger! Ah. Ja, denke ich mir auch. Was soll das? Na, der Wächter von der See, dem Ende nah, verflucht den Ozean, der einst sein Augenlicht ihm nahm. Ich meine, hier ist auch Auge, aber... Leute, also, was ist das denn jetzt? Und einer aus blauem Nass, doch in seiner Seele wuchs nur Hass. Ja, aber ich hab doch nichts dafür. Dankeschön für solchen fürs Abgift an Steff. Dankeschön. Keine Ahnung. Keine Lust mehr jetzt nachzudenken. Bin sehr müde. Und krieg, wie gesagt, Pisslaune. Schon gewöhnt.
können irgendwann vielleicht am Ende mal so, wenn wir alles an Puppen haben, die es so gibt, können wir vielleicht mal gucken nach den Rätseln. Aber ich habe das Gefühl, es fehlt immer was. In seinem Herzen wuchs nur Hass und sein Augenlicht nahm. Irgendwie, ich glaube, es fehlt einfach irgendwas. So. Dann gehen wir jetzt da rein. Und Gift Shop, der war ja gleich da. Aber die wissen halt schon, dass ich, also, Batterien brauche. Und ohne Batterien wird es echt schwierig. Espresso Express. War ich da noch gar nicht? Bolzenschneider. Ja, ich hätte gern einen Bolzenschneider. Gehen wir erstmal zum Dingster. Zum Dingsterbumster. Ich glaube, es ist hier lang, ne? Batterie. Ohne dich geht es nicht. Ach so, nee, warte mal. War das davor auch schon so? Oh, ich krieg auch Rücken. Ich krieg Rückenschmücken. Ja, genau, da der Giftshop. Aber warte mal, warum... Das Problem ist jetzt wirklich, ich kann gegen die nichts machen, wenn da irgendwer kommt. Ich habe nun mal null Batterien. Ich kann kein Licht machen. Okay. Was suchen wir hier überhaupt? Ein Spielzeugmesser muss reichen. Ach ja, die Plastikmesser. Ach ja. Oh nein. Oh nein, komm schon. Ich will nicht, okay. Gut, wo hatten wir jetzt die Sachen? Fälle. Wo war das jetzt nochmal? Ne, hier war das nicht. So. Dann gucken wir jetzt nochmal. Also, wo war das denn? Spur des Kultes, genau. Also, das Messer haben wir. Das war hier unten. Die Maske... Gelächter ab, Hunters. Wo war das denn? Fairtrade Fun Zone, genau. Platine Espresso Express. Erstelle ein Profil einer Person. Aber ich kann ja gar nicht. Das hatten wir da. Okay, wir gehen jetzt aber erstmal, also das Fundingsbums, blabla Zeug. Fairtrade Fun Zone. Und Espresso Express. Oh mein Gott, das hat voll der lange Weg. Und das ohne Batterien, sehr schön. Espresso Express von mir aus. Warte, ich will nur ganz kurz gucken.
Nee, da. Okay, das ist das. Okay. Versuchen wir es da. Ja. Er ist hier. Ich wusste es. Ich habe sie dazu gebracht, ihn mir zu zeigen. Der Huotari-Brunnen aus dem Jahr 1913. Der Legende nach treibt sich hier der böse Wassergeist Neki herum, der die Menschen in Watery in ihre Gräber lockt. Früh in der Geschichte von Watery versteckte Ilmari Huotari zusammen mit seinem Bruder Jakopi Huotari die Leichen seiner Opfer in diesem Brunnen. Erst nachdem Ilmari seinen eigenen Bruder ermordet hatte, kamen ihre grausamen Taten ans Licht. Aber war er dem Wahnsinn verfallen oder hatte der Geist von Neki Besitz von Ilmari ergriffen und ihn zu den Morden getrieben, wie er selbst vermutete? Gut, das ist Ilmo und Jakob. Jako ist ein bisschen nah dran, ne? Jetzt muss ich die Maske zum Wagen bringen. Klar muss ich die Maske jetzt... Na dann. Die Musik ist weg. Der Elchschädel kommt hierhin, natürlich. Ich kann froh sein, dass da keine Alpha-Wand ist durch den Riegel, weil sonst würde ich wahrscheinlich nicht durchkommen. Das wäre sehr lustig. Maske lag beim Brunnen. Die Elchmaske erschien auf dem Brunnen. Und dann waren für den Elchschädel verantwortlich. Niemand ermordet. Okay, also wir müssen jetzt zum Espresso Express und zur Fairtrade Fun Zone. Aber das Schlimmste haben wir jetzt hinter uns. Okay. Nach rechts, bitte. Das hatten wir ja schon. Mann, ich drück immer wieder. Ah! Okay, so. Hallo? Oh, ich traue dem Frieden nicht. Oh, wie ich dem Frieden gerade nicht traue. Oh, wie ich dem Frieden gerade nicht traue. Okay, hier ist nix. Batterien. Oh, Gott sei Dank. Hui! Ey, was ist das? Also. Kein Saft. Hier muss irgendwo ein Sicherungskasten sein. Gut, dass ich eine Sicherung dabei habe. Eine Sicherung fehlt. Ohne sie funktioniert die Bahn nicht. Schick, so. Ich drücke den Knopf. Also gut, jetzt muss ich ihn nur noch in einer Position anhalten, in der ich an die Platine da unten herankomme. Das ist jetzt aber blöd. Hä? Komm ich denn da? Hä? Okay, warte. Ich meine, der geht ja immer wieder runter. Komme ich da irgendwie durch oder muss es wirklich oben sein? Okay, es muss wirklich oben sein, aber es ist gerade von selbst runtergefahren. Sweetie, sweetie. Okay. Ich glaube, da kommt nichts anderes. Ich habe nur nicht rausgefunden, wie man es richtig macht.
Ich muss da schnell genug da durchkommen. Oh, da fehlt ein paar. Oh Gott, jetzt weiß ich es. Okay, gut. Wie soll ich das schaffen? Ja, so halt easy. Danke, danke. So, zeig Platine. Scheiße! Zum Glück saß da niemand drauf. Gut, wir gehen da lieber weg, würde ich sagen. Das ist aber neu. Das hätte ich gesehen. Monica Thompson zu töten war ein schrecklicher Fehler. Thornton gab Mulligans juckendem Abzugsfänger die Schuld. Mulligan hingegen Thorntons beschissenem Pastrami-Sandwich. Sie waren sich nur einig, dass es nicht ihre Schuld war. Keiner wird ihre Leiche finden. Wir verstecken sie. Sie warfen die Leiche in den Schlund eines bröckelnden Brunnens. Wie einst die mörderischen Huotari-Brüder. Sie logen alle an. Das würde sich nie herumsprechen. Aber ein Geheimnis wie dieses stirbt nicht. Es wuchs in ihnen, wie ein Krebsgeschwür. Die Dunkelheit nahm überhand und füllte ihre Gestalten aus. Nicht gut. So, wir müssen noch zur Fun Zone. Die ist leider genau da drüben. Kultversteck hatten wir noch nicht. Moment, dem muss ich nachgehen. Ja. Noch eine dieser Kultkisten. Was verbirgt sich hinter dem Lächeln? Ernsthaft? Och nö. Wo müssen wir lang? Genau, rückwärts. Rückwärts und dann... Oh mein Gott, okay. Rückwärts. Aber da komme ich gar nicht lang. Okay, hier. Von hier aus. Geradeaus. Und geradeaus. Ist das geradeaus? Exit. Nee, Exit ist blöd. Hier. Und dann nach rechts und dann direkt nach links. Oh Gott, oh, oh Gott. Beruhig dich! Hier geht nicht direkt. Oh mein Gott. Es ist schon wieder genau die gleiche Kacke. Bitte beruhige dich doch. Cool. Also wir müssen jetzt leider damit kurz leben. Wow. Weil ich kann nicht speichern und nicht neu laden dadurch. Gott sei Dank. Ich weiß wirklich nicht, warum das so ist. Keine Ahnung. Da drüben können wir auf jeden Fall speichern.
Ah, oh Gott! Boah, diese Kacke, dass sie einfach, also dass das nicht gepausiert ist. Da raste ich gleich aus. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich lang muss. Mann! Ich will doch nur wissen, wo ich hinkriege. Das mit dem Ruckeln macht halt alles viel schöner, natürlich. Okay. Jetzt nach. Einfach rückwärts eigentlich. Oh Gott. Das ist jetzt halt blöd. Wieso zwei? Gott. Ich will nur speichern und dann neu laden. Das ist doch hinter seinem Lächeln. Weißt du was, du kannst mich mal. Ruckel, ruckel. Bevor wir hier irgendwas machen, gehen wir da durch, speichern und laden neu. Ich weiß aber nicht, was das Problem sein soll. Aber gut. So, einmal bitte das Messer. Da ist dein Messer. Ja, ich hatte einen Anhänger mit der Batterieladung, aber da habe ich keine Lust drauf. Weil ich die anderen Sachen wichtiger finde. Da kommt die Kassette. Und unheimliches Gelächter für die Atmosphäre. Hier kommt die Platine rein. Dann noch etwas, um die Arme zu bewegen. Okay, Saga. Holen wir den Klicker von diesen Arschlöchern. Was ist das mit diesem Soundbalancing in neuen Spielen? Teufel, wo bin ich? Im Dreck. In der Mine. Unterirdisch. Gern geschehen. Sehr vielversprechend.
Mulligan und Thornton in den Trümmern der Leichenhalle. Schatten auf ihren Gesichtern. Thornton gibt seine beste Frauenstimme. Ich bin eine hochnäsige FBI-Schlampe. Ich richte ein großes Scheißchaos an und lasse es dann von diesen dummen Hinterweltlerbullen aufräumen. Thornton wandte sich an seinen Partner. Diese Regierungswichser. Nächstes Mal werde ich ihr sagen, sie haben keine Ahnung. Sie haben ihr eigenes Kind ertrinken lassen. Sie sind eine beschissene Betrügerin. Mulligan schmunzelte. Hätte man den Bookers den Mord angehängt, wäre der ganze Mist erledigt gewesen. Aber die halten doch immer zusammen. Ich denke, wir sollten der Schlampe zeigen, wer der Boss ist, Thornton. Schatten beschlichen Mulligan und Thornton, drangen in sie ein. Sie grinsten. Also diese ganzen Kultursachen, also Kultsachen meine ich nicht Kultursachen, machen die nicht so cool, würde ich sagen. Was haben wir? Geheimes Kultistenversteck. Wo gehört das denn hin? Kultziele nicht. Wer ist involviert? Hm. Ah, okay, weil das... Okay, klar. Geschichte. Festwagen hat mir erlaubt, den Übergang in Watery zu betreten. Übergang. Okay. Was haben wir noch? Kinderreime natürlich. Mutterpuppe. Betrügerpuppe. Und die Opa-Puppe. Okay. Dankeschön für sich und fürs Abgefallen. Batterie am Start. Vielen Dank. Dankeschön. Das ist nix. Wo stehst? Eine Sauna. Gut. Ich weiß nicht, die bringt uns, glaube ich, jetzt nicht so viel weiter. Aber gut. Ich bin nirgendwo. Dann gehe ich einfach Wege entlang. Lassen. Oh nein, das ist jetzt so ein Kampf, ne? Beim Hirschfest gehen alle immer auf Nummer sicher. Das ist jetzt unangenehm. Ich hab nix dabei. Ich hab eine Leuchtfackel. Beim Hirschfest gehen alle immer auf Nummer sicher. Die Angst war groß. Mama! Mama! Es ist kalt! Ich bin müde! Logan? Ich bin hier! Mama! Ich komme! Logan! Das ist unfair! Das ist gemein, so jemand. Das ist gemein. Die Geschichte hat es auf Logan abgesehen. Ich kann sie aufhalten. Ich brauche den Klicker. Nee, nicht wirklich. Anderson, kein Gebet. Er hat ihn jetzt. Wake? Ich habe ihn so beim anderen Übergang gesehen. Was ist hier los? Das ist eine Schleife. Genau wie zuvor. Cool. Er könnte ich Batterien bekommen? Bitte? Ich habe bitte gesagt. Ich will nicht, das wird so unangenehm. Das ist schon unangenehm, aber es wird noch schlimmer. Ah.
Danke für den Beweis. Aber muss ich in den Brunnen schon wieder? Das ist ein Albtraum. Ich komme hier nicht durch. Ich muss einen anderen Weg finden. Ich glaube, das ist ein Nein. Willkommen zurück. Ich glaube, Drogen können auch ablaufen. Ich wollte nur mal kurz erwähnen, ich habe nur noch eine Batterieladung. Obwohl, nee, ich glaube, ich kann da noch mal nachladen oder so. Okay. Abwärts. Also lachende Brunnen sind mir gänzlich unsympathisch. Können wir bitte... In der Falle! Die Helden! In der Falle? Wie? Was soll das bedeuten? Dass du in der Falle sitzt. Falls dir das noch nicht aufgefallen ist. Entschuldigung, aber irgendwer muss doch dran denken, dass mir auch die Sachen ausgehen. Nein? Okay. Und gut, dass hier jetzt auch Blut ist. Okay, sie denken dran.
Sehr gut, sie haben wirklich dran gedacht. Ich glaube, da wird jetzt gleich ein Bossfight, ne? Zimmer aufbauen. Hm. Spiel speichert, natürlich. Oh. Malligen und Thornton. Niemand wird ihre Leiche finden. Thornton. Ich hab's, Malligen! Es wird immer. Aber sobald ich... in dem Ding geht. So. Beim nächsten Mal kommen sie nicht mehr zurück. Sobald ich in dem Fallding bin, kann ich nicht mehr gerade ausgehen und ich weiß nicht warum. Zeig der Schlappe, wer der Boss ist! Gar kein Problem. Hören Sie. Wake? Ich wurde reingelegt. Scratch, ich wollte die Geschichte korrigieren. Halt Sie jetzt den Schlüssel zur Flucht. Was meinen Sie mit fliehen? Sie sind doch da raus. Und Scratch auch. Aber ich komme voran. Ich habe Sie zur Heldin der Geschichte gemacht. Sie hat unsere Familie rettet. Uns alle rettet. Ihre Familie retten? Meinen Sie meine Familie? Ja, ich machen funktioniert. Sie dürfen nur nicht aufhören. Ist meine Familie in Ihrer Horrorgeschichte? Ich sehe ihn ständig in Übergängen.
Aber er ist schon draußen. Sind das Visionen der Vergangenheit, als er noch im dunklen Ort festsaß? Ich habe den Klicker. Ich kann das alles stoppen. Hallo Hackbraten und Dankeschön für sich und fürs Subgift an Hackbraten. Dankeschön.